Guter Grief, unser Farbfleck im Dressurreiten, so wird sie ja gerne genannt. Ich hoffe, das ist jetzt nicht despektierlich. Ich bin froh, dass sie bei mir ist, aber sie ist aus einem ganz anderen Grund bei mir. UTA, Reiter für Afrika, das ist eine Organisation, die hat die Friederike Heidenhof gegründet. Frage A, wie kommen Sie überhaupt dazu? Was machen Sie da? Also ich helfe, das zu unterstützen, so gut ich kann. Ich bin dazu gekommen, weil ich die Friederike gut kenne, durch das, dass wir unsere Bücher zusammengeschrieben haben und unsere Filme zusammen gemacht haben. Und die Friederike ist halt jemand, der ich zu 100% vertraue, die das Projekt selber überwacht. Und das ist einer der Gründe, warum ich ein gutes Gefühl habe, dabei mitzumachen. Wie machen Sie mit? Was tun Sie? Also ich versuche hier und dort zu spenden. Ich habe zum Beispiel auch ein Patenkind. Der Stefan hat auch ein Patenkind. Und so versuchen wir, oder manchmal machen wir auch Aktionen, wo wir ein bisschen mithelfen. Oder auf Seminaren haben wir schon mal was gemacht für Partnerschaft für Afrika. So wie wir es eben hinkriegen. Und Frau Heidenhof war, glaube ich, selber in Tansania, hat sich da vor Ort umgesehen und hat dann praktisch ihr Leben umgekrempelt, um diese Aktion zu gründen. Wie war das? Ja, genau. Also die war in Afrika mit einer anderen Organisation davor und dann hat sie selbst das Partnerschaft für Afrika ins Leben gerufen. Und jetzt haben wir eben, das ist jetzt Reiter für Afrika, da sind praktisch ganz viele Reiter dabei, die da auch was unterstützen. Und was zum Beispiel für mich auch ein Riesenvorteil ist, also ich muss sagen, vorher habe ich nicht so gern bei fremden Organisationen was gespendet, weil man doch immer nicht so weiß, wie das ist mit dem Geld und was dann da ankommt und so. Und für mich ist es halt ganz toll, die Friederike zu kennen, zu wissen, dass sie das alles überwacht. Und ich finde zum Beispiel auch ganz toll, dass die einen Spender haben, der alle Verwaltungskosten übernimmt. Und so weiß man, dass das Geld, was man selber spendet, 1:1 100% dort in ein Projekt geht. Projekt ist ein gutes Stichwort. Es werden Schulen unterstützt, Waisenhäuser unterstützt, behinderte Kinder unterstützt. Jetzt stellen wir uns einfach vor, das hört jemand und sagt, ey cool, will ich mitmachen. Was für Möglichkeiten gibt es? Also es gibt ganz viele Möglichkeiten. Man kann natürlich in jeder Form spenden. Aber zum Beispiel könnte ich mir auch vorstellen, wenn jetzt so eine Stallgemeinschaft ist, dass die vielleicht auch mal so ein Patenkind übernehmen. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten. Es gibt auch Vereine, die machen Aktionen, wo dann der Erlös gespendet wird. Also da ist man ganz frei und offen. Frei und offen, das ist auch wieder ein schönes Stichwort, denn frei und offen, so möchte ich mal fast, das ist ja fast so eine Headline von Ihrem neuen Projekt, was Sie auch mit Frau Heidenhof, ein neues Buch, nämlich ganz anders als alle anderen. Warum? Ja, wir haben ein neues Buch gerade fertig, es kommt im September raus und das ist eigentlich ganz schön, also es geht um ganz viele Geschichten, die wir erlebt haben, wo wir auch so ein bisschen was draus lernt oder auch mir was draus gelernt haben. Und dann haben wir in dem Buch zum Beispiel noch was, was wir auch voll toll finden und das erste Mal gemacht haben. Mit Ferdia TV zusammen haben wir ja schon viele Filme gedreht. Und jetzt haben wir in dem Buch kleine Filme, die praktisch, wo man mit dem Handy auf den Code geht. Und da wird dann irgendein Reitproblem praktisch im Handy gezeigt. Und dazu wird im Buch beschrieben. Also mal gucken, aber ist, glaube ich, ganz toll. Tolle Zusammenarbeit mit Ferdia TV. Und das habe ich auch gesehen. Ferdia TV hat zum Beispiel auch dann schon mal so eine Aktion gemacht. Was war das eine, auch wieder für Reiter für Afrika? Also Ferdia TV hat schon ganz viel auch Reiter für Afrika unterstützt und das ist natürlich auch ganz toll für uns und wir arbeiten ja alle sowieso eng zusammen und ja, die unterstützen das auch tatkräftig. Also das ist, glaube ich, eine tolle Aktion, genau was Sie gesagt haben, man weiß, wo das Geld hingeht. Wer Interesse hat, wer Spaß hat, Reiter für Afrika, gibt es auch natürlich eine eigene Website, einfach nochmal draufklicken. Ich glaube, da können wir ganz sicher sein und UTA Grief und Friederike Heidenhof vertrauen. Reiter für Afrika, klicken Sie mal rein.